Wir leben heute in einer scheinbar immer schneller werdenden Welt. Fahrzeuge und Maschinen werden schneller, aber auch die Übertragung von Informationen findet heutzutage in Echtzeit statt. Doch was bedeutet diese Geschwindigkeit für die Entwicklung des Menschen? Paul Virilio, ein französischer Philosoph und Medientheoretiker, ist der Begründer der Dromologie, eine Sichtweise zur Untersuchung des Zusammenhangs von gesellschaftlichen Verhältnissen und Geschwindigkeit. Paul Virilio verbindet in seiner Theorie Geschwindigkeit mit Macht und bedient sich dabei unter anderem der Militärwissenschaft und der Physik. Er sieht Geschwindigkeit als entscheidenden Faktor für Veränderungen gesellschaftlicher Machtverhältnisse von Beginn an. Dabei produziert jedes Medium eine bestimmte Wahrnehmung von Geschwindigkeit. Das erste Medium und zugleich das seiner Meinung nach erste Transportmittel ist die Frau, die durch das Austragen des Nachwuchses dem männlichen Krieger dazu befähigte, sich immer frei bewegen, jagen und neue Territorien erschließen zu können. Auch wenn Virilio aufgrund seiner Vergangenheit seine Theorie auf militärische Entwicklungen zurückführt, kann sie mit allen gesellschaftlichen Veränderungen verbunden werden. Für Paul Virilio waren vor allem drei medientechnische Revolutionen für die Menschheit von wichtiger Bedeutung. Beginnend vom Neandertaler, der in seiner Höhle seinen Speer schnitzte, über die berittenen Krieger hin zur Erfindung der Dampfmaschine, die die erste Revolution, die Revolution des Transportwesens im 19. Jahrhundert einleitete. Die neue Erfindung ermöglichte es unter anderem, Transportwege für das Militär zu verkürzen, bessere Kriegsgeräte zu bauen und sich somit einen Vorteil zu verschaffen. Im Vergleich zu den vorhergehenden Transportmitteln konnte die Dampfmaschine das erste Mal Geschwindigkeit selbst produzieren, ermöglichte eine schnellere Fortbewegung und ließ eine genaue Kontrolle der Geschwindigkeit zu. Das wichtigste Merkmal dieser Revolution war jedoch, dass mit der Erfindung dampfbetriebener Transportmittel der Raum zwischen Start und Zielpunkt immer uninteressanter wurde. Lediglich Start und Ziel wurden wichtig. Durch die Erfindung des Funks wurde die Revolution der elektromagnetischen Übertragungsmedien eingeleitet. Der einstige Krieger, der in einer Höhle hauste, ist nun im Besitz von Gerätschaften, die ihm ermöglichen, in einer absoluten Geschwindigkeit Informationen über das Kriegsgeschehen auszutauschen. Für Virilio ist der Kern militärischer Intelligenz, dass die technischen Medien unser Sehen, Wahrnehmen und Erkennen verbessern, beschleunigen bzw. ersetzen können. Unmittelbare Übertragung von Informationen und die damit verbundene Möglichkeit, an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein, ohne physischen Raum überwinden zu müssen, sind maßgebliche Faktoren zur Veränderung von Machtverhältnissen. Die Wahrnehmung verändert sich. Der Raum zwischen den Orten verschwindet. Es ist die Durchsetzung des letzten Transportmittels, des audiovisuellen Vehikels und das Ende der physischen Bewegung. Zurzeit befinden wir uns mitten in der letzten Revolution nach Virilio, der Revolution der Transplantationstechniken. Der Mensch wird selbst zur Maschine. Informationsmedien werden direkt in das Innere des Lebewesens gepflanzt. Aufgrund von Implantaten, Chips und Kybernetik wird der moderne Soldat immer mehr in die Lage versetzt, seine physischen und biologischen Grenzen zu überwinden. Schlussendlich werden die Medien den menschlichen Körper überflüssig machen. Der Mensch ist in seiner modernen Höhle vor seinem Bildschirm in einer Welt, in der er überall zu jeder Zeit ist. Zeit und Raum haben sich endgültig aufgelöst. Der Körper ist nur noch eine Hülle für das Bewusstsein. Die Medien sind daher keine Erweiterung des menschlichen Körpers, sondern dessen Ausschluss.